Recht herzlich willkommen zur 172. oder 73. Folge, 173. ist es, glaube, von Simotrans. Ja, der Michael hatte geschrieben halt, dass ich mal schauen sollte, ob ich mir das mit dem Zug hier, der so schick aussieht, aber teuer ist, hinkriege, da einen günstigeren hinzubauen. Also 7,54 kostet uns ein Zug, 3 haben wir, das sind dann 22,62. 22,62 müssten wir dann mit einem einzelnen Zug unterbinden oder unterbieten, wie soll man das nennen? Und das würden wir jetzt mal gerade austesten hier im Zugdepot. So, wir haben hier einen mit 12 Passagieren, das ist der Triebwagen für 1,74. Und das Ende kostet genauso viel. Sind 24 Passagiere und er hier hat 68. So, da unten sind es dreimal 160 sind 480. So, 68, die 12 können wir mal gerade vernachlässigen. Das heißt, wir brauchen nur diesen mal so und so viel nehmen, dass das dann passt. Wenn ich jetzt 5 nehme, bin ich bei 340. 7 Stück davon brauchen wir. Das sind 14,21 €. Ist das eine 0, ne? Ja, 14,21 € plus 3,40, 14,21 plus 3,40 sind 17,60 irgendwo. So, und hier sind's 22,17, das sind 5 € weniger für einen Zug. Das ist jetzt die Frage, ob sich das dann lohnt. Für 5 €, die wir da einsparen. Hier fahren wir mit 3 Zügen abwechselnd. Wir müssten noch vielleicht hier, oder wir wollen ja noch ein drittes Gleis hier dann da hinzufügen, laut Kommentar von dem Michael. Ja, würde ich aber jetzt wegen diesen 5 € nicht machen. Vor allem das Entscheidende ist, wenn wir reingucken, warte, gucken wir mal hier rein, dann sehen wir, dass alle 3 Plus fahren. Ich würde sie einfach erstmal weiterfahren lassen. Ja, das lassen wir mal so. Das rentiert sich erstmal noch. Und wegen den 5 € Simoleon oder wie heißen sie, weiß ich jetzt nicht. So, wir gucken aber vielleicht mal einfach in der Liste, was wir dann als nächstes machen. Und das lassen wir jetzt mal einfach stehen. So, hier sind wartende Passagiere. Das passt schon. 3000 warten hier. Das ist ja hier. Und die wollen alle nach da. Kann der die überhaupt mitnehmen hier? Ja. Der hat jetzt nichts geändert. Die kommen nämlich vollgeladen hierhin. Das heißt, da müssen wir definitiv was tun, damit das klappt. Ja, was tun wir da? Die wollen alle mit dem Zug, weil das die schnellste Verbindung ist. Ich glaube, wir müssen dann die Linie einmal anpassen. Machen wir auch. Habe ich schon offen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir basteln nach dem Süddeutschen, sollen die nochmal zur Linienstraße fahren, dahin, und wenn sie da waren, also er kommt vom Getreidehof, fährt wieder zurück zur Linienstraße, nimmt er die mit und fährt dann da hinten hin, dann passt das. Das sollte funktionieren. Der macht das, glaube ich, noch nicht, oder macht er das auch schon? Er hat 2 Passagiere hier unten rauszusetzen. Und fährt zurück. Macht er schon. Das bedeutet, er fährt jetzt 2 von hier weg. Das sind dann genau 3000. Da kommt unten gerade der nächste reingefahren und es werden 3000 bleiben, weil der fährt nur durch. Der ist ja voll geladen, oder? So sieht's aus. Ist die Frage, wie werden die hier unten mehr? Gar nicht oder doch oder vielleicht? Oder ist es nur eine Zeitsache, die wir da haben? Ja, muss man mal gucken, ne? So, der rauscht jetzt mit
160 Gästen nach da hinten. Okay, das ist die Linienstraße. Ich wollte aber den Zug. Und der hat jetzt 20 Passagiere tatsächlich für den Getreidehof. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir überhaupt welche hinfahren. Okay. Dann lassen wir das mal so, oder? Aber vom Getreidehof will ja keiner nach Dingens, ne? Ne, wir wollen ja nur nach hier innerstädtisch fahren. So, und er nimmt jetzt wie viel mit? 116 und fährt zu 160 und fährt zurück, okay? Passt schon. Er hat 120 da unten, auch 160. Und wie viel hat er jetzt hier? Das ist ja unser Dritter, der hat auch die 160 zur Linienstraße. Ja, aber die kommen alle schon aus Döbeln, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das passt schon soweit, oder? Können wir so lassen. Ja. Das können wir mal zumachen. Hier sind wir bei 2840 jetzt, weil einer was mitgenommen hat. Und er nimmt jetzt drei zum Getreidehof schon wieder mit. Also gibt es da tatsächlich eine Zahl von Personen, die da hinfahren wollen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das bedeutet, haben wir da überhaupt noch einen Bus, der da hinfährt? Oder haben wir den abgeschafft? Den haben wir abgeschafft, ne? Bushaltestelle ist zwar hier noch, aber da fährt kein Bus mehr raus. Naja, okay. Der lädt die jetzt aus und kriegt nichts mit. Doch, der fährt ja wieder zurück zur Linienstraße, dann nimmt er voll mit. Und er hier kommt schon von Döbel, ne? Ja, der ist jetzt gleich da. Müsste hier jetzt gleich unten einfahren. So, mal schauen. Da ist er. Da ändert sich nichts. Da ist bestimmt keiner ausgestiegen und eingestiegen. Okay. Dann haben wir das. Der fährt jetzt zum Waldweg und kommt da gerade an. Wie viel fahren da mit? 160 ist auch klar. Da fährt keiner zur Getreidemühle. Und der fährt jetzt durch. Das ist auch klar. Gut, dann haben wir das geregelt. Das war jetzt Lilienthalstraße. Ist okay. Der kann zu. Jetzt haben wir hier die Liste. Passagiere. Was haben wir hier? Aber warte mal, wir sind ja beim Getreidehof noch nicht fertig. Wir haben ja noch eine Unsumme an Gerste. Wo soll die denn hin? Über den da? Okay, da steht auch ein LKW, der beladen werden möchte. Und zur Mühle. Und der Zug steht doch da unten, oder sehe ich das falsch? Und was hat der für ein Problem? Kann man das mal sehen, was dahinter steht? Da steht noch was hinter, ne? Ach, blockiert steht da. Warum ist denn der blockiert? Das ist aber schon lange her mit dem blockiert, oder? Fahr du mal gerade raus. Und wenn du gerade wieder raus bist, darfst du auch wieder reinfahren, um dann nochmal neu zu beladen, oder? So, machen wir nochmal. Jetzt ist er voll. Und jetzt fährt er auch. Keine Ahnung, warum der blockiert war. Wahrscheinlich aus alten Zeiten oder sowas. Ja, dann kommt die Summe hier auch weg. Was haben wir da unten noch? Was steht da? Alberthafen Dresden? Wo ist denn das? Ich habe hier doch gar keine Dresden auf der Karte, oder? Oder? Vertue ich mich jetzt? Wo waren jetzt hier die Namen? Da konnte man auch irgendwo einstellen, oder? Machen wir erstmal hier größer.
Warte mal, was ist denn das hier für ein Hof? Radolfzell, ne? Und hier ist noch ein Hof. Das ist Döbeln. Auswahl, Städte. Ja, gibt's alles hier, aber nicht das, was wir gerade haben wollten. Altenau, Dresden ist hier nicht vorhanden. Döbeln. So, wo ist denn das, was der da auf dem Anhänger hat? Oder was wohin soll? Alberthafen, Dresden. Und darunter steht ja auch noch was ich nicht lesen kann. Anzeigefehler oder was? Alberthafen, Dresden, Betriebshof. Ja, leider kann ich das nicht anklicken, ne? Wo ist denn dieses Kaff? Über Döbeln. Über Radolfzell, über Döbeln. Okay, das geht über Döbeln. Das ist ja jetzt, das wird ja dann auch abgeholt, aber wo dieser Ort ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das war ja dann der zweite Güterzug, der da irgendwo langfährt gerade. War der nicht gerade eben hier? Nee. Das muss ja der sein, ne? Verfolge ich den mal, ob das den seine Ware wird wohl sein, das ist ein Anzeigefehler dann, ne? Was hat er jetzt hier gemacht? Das war auch Döbeln. Lass mal gleich gucken, wenn er da drüben ist, ob er die Klamotten hier mitnimmt. Albertshafen, Dresden. Betriebshof sagt mir überhaupt nichts. Fahren wir ein bisschen schneller gerade. So. So, ändert sich was? Ich glaube nicht, oder? Könnt ihr im Video natürlich nachher zurückspulen und gucken, ne? Aber 1538 sind da immer noch. Ich weiß es nicht, was das ist. Das muss außerhalb der Karte sein. Keinen blassen Schimmer, was das ist, aber wir machen es nicht weg. So, oder gab es eine neue Industrie und ich habe das nicht gesehen oder was, aber dann wird das ja nicht angezeigt werden, oder? Nein, das ist definitiv nicht so. Das ist angeschlossen. Fabriken. Warte mal, da gibt's ja auch Listen, ne? Gehen wir mal über die Listen, oder? Da. Das wollte ich jetzt nicht angeklickt haben. Ölfeld. Tierfutterfabrik. Wo sind... Die ist hier. Betriebshof. Ist aber Döbeln. Mühle, Markt. Das ist ja auch nicht Döbeln. Das gehört auch zu Döbeln. Ja, jetzt gibt's hier noch zig Getreidehöfe. Und ich habe es auch alle angeschlossen. Der heißt Hardexen zum Beispiel dann. Hardexen Südstadt. Das sind die zwei, ich weiß wo. Das ist der Süddeutsche, ne, der doch zur Radolfzell gehört. Und das ist... Der gehört nach Döbeln. Der Geflügelhof ist oben, der gehört zu Adenau. Bäckerei ist auch klar.
Oder? Ja, das ist ja da. Oh, guck mal, da ist was Neues hingekommen. Wir müssen da auch mal gucken, ob wir was ausbauen müssen irgendwo. Aber das dürfte ja noch abgedeckt sein neben der Haltestelle. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier nichts. Baustofflager? Doch, das war da, wo die Maschinen hinkommen, ne? In Hardexen, ne? Ja. Eine neue Industrie ist noch nicht angesiedelt. Der Bauernhof hier ist auch schon angeschlossen. In Döbeln. Ja, das ist alles nichts neu und so weiter. Ich weiß nicht, wo diese Haltestation sein soll. Das ist auf dieser Wahnsinns-Touristenlinie. Ja, okay. Keine Ahnung, was das für ein Anzeigefehler ist. Hat mich jetzt erstmal so richtig abgelenkt. Aber dafür können wir jetzt mal gerade hier in unserem Radolfzell gucken, was hier so gerade passiert ist. Also der fährt hier noch, das ist schon mal super. Und wir können hier mal reingucken. 1900 Passagiere, die werden da gerade alle weggeholt. Und die sind immer noch da. Ich glaube, die Zahlen, doch, war das nicht eben 58? Der produziert für einen fiktiven, ja, das ist bestimmt Schwarzgeschäfte und sowas sind das hier, da wäre ich vorsichtig, da was zu transportieren. Ist gerade noch was dazugekommen, sogar von meinem Zug, oder? Und über Radolfzell, die werden, wer weiß, wo das, naja, das läuft alles unter der Hand. Machen wir mal nichts da dran. Ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Gut, okay. Dann würde ich sagen, sind wir aber erst mit der Runde durch. Wir werden hier irgendwann die Passagiere los sein. Da müssen wir noch über, was ist das? Radolfzell, Seebacher Allee, okay. Keine Ahnung, wo die ist. Fährt er auch noch hin. Das ist noch ein Umsteiger sogar. Die wird dann auch noch hier irgendwo sein. Keine Ahnung, wo die Seebacher Allee ist. Da, okay, alles gut. Ja, wächst und gedeiht, ne? Müssen wir gucken. Ja, werden wir im Auge behalten, das Ganze. Ne, diese schönen Fahrzeuge, die hier 5 Euro einsparen können, die lassen wir mal so stehen. Müssen wir nochmal vielleicht drüber nachdenken, aber ich glaube, wegen 5 Euro machen wir da keinen Gedanken. Momentan fahren sie auf jeden Fall gut schwarze Zahlen ein, solange sie voll sind. Und vielleicht werden wir einen, wenn die grobe Zahl weg ist von Reisenden, vielleicht einen ausmustern oder sowas. Das denke ich mal, werden wir machen. Okay, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr habt bestimmt schon ein Abo. Wenn nicht, dann macht eins. Ihr könnt dieser Folge, wenn sie euch gefallen hat, auch einen Daumen hoch geben. Da würde ich mich auch drüber freuen. Und der letzte Schritt ist, macht euch die Glocke an. Dann werdet ihr informiert, wenn ich das nächste Video wieder hochlade. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.